Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Technik Infinity. Wir sind hier im Twilight Forest und haben das letzte Mal ein paar Blümchen gesammelt und so, ein paar Rainbow Oak Samplings, haben wir die Bäume abgefahren wegen Baumsetzlingen. Wir haben zum Beispiel den Tree of Time, der sehr cool ist. Und wir haben auch, wo ist er denn, den Miner's Tree, der auch sehr geil ist. Puh, ich freue mich schon, die hinzubauen. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinsetzen werde, weil die sind halt echt groß, die Dinger. Das muss man halt dazu sagen. Die nehmen halt echt viel Platz weg. Das ist halt so eine Sache. Das, was ich mich auf jeden Fall bauen wollte, weswegen ich auch hier war und jetzt Blümchen und so gesammelt habe, das wird ein Raum im Keller. Aber für die Bäume, die sind halt so groß, die passen halt nicht in den Keller. Muss man dann was anderes überlegen lassen. Überlegen. Sie gucken, dass ich hier wieder irgendwie runterkomme. Möglichst geschickt, ohne zu viel Tempo aufzunehmen. Deswegen muss ich mich hier immer so viel hin und her drehen. Ist ein Hexenhaus einfach nur, okay. Schenken wir jetzt kein weiteres Interesse. Ja, die Sache ist, wenn man hier in Twilight rumfliegt, es klappt nicht so gut mit dem Laden der Welt. Also man kann nicht so weit fliegen ohne Probleme. Werdet ihr aber dann in der Zukunft auch noch sehen. Es geht halt nicht anders. Ich habe halt nur den Besen, um zu fliegen. Ich habe halt keinen Angel Ring. Ich könnte zwar bestimmt fragen, ob irgendjemand einen macht oder irgendjemand mir die Materialien gibt, aber irgendwie finde ich das auch uncool. Deswegen. So. Ich höre einen Huhn. Interessant, hier oben einen Huhn zu hören. Der Besen wird immer so schnell. So schnell, genau. Das war aber eigentlich so, wie ich es gemeint habe. Der wird immer so schnell. Das ist Portal. Ich werfe immer nicht weiter Richtung Portal gucken, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich die Bäume schnappe oder nicht, weil ich habe es mir jetzt null gemerkt. Dadurch, dass die Umgebung auch nicht so richtig laden tut, halt auf dem Besen, ist das immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Deswegen versuche ich jetzt erstmal ein bisschen runter zu gehen. Bodennähe zu gewinnen, dass man vielleicht ein bisschen eher was geladen wird. Ich dachte gerade schon, nee, das Biom ist immer noch eine Ecke weg. Das wusste ich auch noch. Ach, das sind Blumen. Ich dachte zuerst, es sind Spinnen, ey. Blümchen sind das. Lilacs sind das, glaube ich, ne? Heißen die zumindest auf Englisch. Ein Strohmann. Diese großen Pilze finde ich ja auch sehr cool, ne? Ist hier oben vielleicht... Ach, hier sind da welche, siehst du wohl. Warum höre ich hier Hühner in den Bäumen? Ich erhoffe mir Spinnengeräusche, nicht Hühnergeräusche. Oh, dich können wir mitnehmen. Die Frage ist, will ich glaube ich gar nicht mitnehmen. Du machst mir zu viel Krach. Du machst mir eindeutig zu viel Krach. Aua. Ja, die Blätter da sind nicht so das Problem. Das Holz ist das Problem. Das macht mir dann Aua. Gefunden. Da wäre ich jetzt schon fast weitergeflogen. Gerade so ein bisschen krabbeln gehört. Hallo! Oh, es ist ja auch nur eine, deswegen. Oh, kleine süße Spinne. Und noch ein Miner's Tree. Das ist ja mal richtig Glück. Das ist richtig lacker. Die findet man eigentlich gar nicht so oft. Die Miner's Trees und ein Tree of Time ist eigentlich echt eher rar. Ich weiß nicht, ob die Jungs diese Spawner in den Bäumen kennen. Ich glaube nicht. Weil bisher hat auch nur Brick so Twilight-Bäume wegen Witchery halt. Weil er hat halt auch nur die normalen
Bleib hier. Ja, nicht wegfliegen. Ich hab zwar zur Not immer noch. Hallo? Wo denn? Nee, da auch nicht. Ja, aufpassen. Hier? Nee, hier? Nee. Da auch nicht. Nee, es muss ja tiefer sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo... Dann hier. Ja. Habe ich es doch richtig erkannt? Ja, also jetzt auch schon wieder ein paar mehr gespawnt. Hallo, 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 hallo. Freut mich, ihre Bekanntschaft zu machen. Darkwood, Twilight Mangrove, das sind so die Standardsetzlinge. Ich nehme auch immer gerne Äpfel mit. Äpfel spawnen ja auch gar nicht so häufig, deswegen. Zumindest wenn man halt Bäume fällt, nicht so häufig. Hallo, ich möchte hier raus. So. Ein Lich King Haus. Das war eins, wo wir noch nicht waren. Ich frage es, möchte ich das jetzt eben machen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe den Lich King schon mal gemacht. Das seht ihr halt erst in der Zukunft. Das kann ich ja schon mal verraten. Ich glaube, man hat es eh schon gemerkt, dass ich halt, dass es darauf hinausläuft, dass ich im Twilight war. Von daher kann man ja an, ne, drei Fingern abzählen, was man dann gemacht hat im Twilight. Da ist sogar noch ein Lichtking-Schloss. Ehrlich, also die Lichtkings, die gibt es echt häufig, muss man sagen. Aber... bin gar nicht unbedingt jetzt scharf auf den Loot oder so, von daher kann es mir einfach mal egal sein. Das möchte ich haben. Yeah, hab's geschafft. Im Fliegen. Diese Gläser ja super stylisch. Ich muss sagen, diese Lichtkingschleicher sehen auch schon geil aus, ne? Das muss man ja wirklich dazu sagen. So, noch mehr Spinnen. Ich weiß ja, wie weit, dass ich mein Tree of Time bei mir, bei meinen Witchery-Sachen hinstellen möchte. So viel weiß ich schon mal. So viel weiß ich schon mal. Ich glaube, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück. Landen bitte. Es geht sanft landen. Nicht bei den ganzen Slimes. Hab ich jetzt eigentlich schon so ein Schwein eingepackt? Klappt nicht, ne? Hallo Schwein! Wir haben jetzt Sheep, Deer, Boar, Squirrel, Bird. Ja. Ich hätte gerne noch mal andere Farben an Sheeps. Da muss ich doch erstmal wieder dichter in den Wald rein. Ich spawn ja mehr in den Wäldern. Deswegen gehe ich mal kurz ein Stückchen zu Fuß. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Wie komme ich denn hier raus? Ich bin tot. Fell from a high place? Das ist ja wohl mal gelogen, oder? Ach, super. Jetzt muss ich mir erstmal ein Schwert holen und Futter. Oh, ist das nervig. Komm. Alter! Warum funktioniert das Portal nicht richtig? Warum hat das gerade nicht richtig funktioniert? Krass. Scheiße, das habe ich irgendwie nicht sehr schlau gebaut. Gebaut habe ich es ja nicht. Nicht runterfallen.
nicht runterfallen. Okay. Ach, Mensch. Ist das nervig. Warum sterbe ich denn jetzt? Wenn ich eh schon auf dem Heimweg bin quasi. Wäre ich bloß weitergeflogen. Wäre ich bloß weitergeflogen. Jetzt einfach irgendein Schwert haben. Ich nehme das da und jetzt irgendeine Spitzhacke. Nicht Silk Touch, aber komm, die sollte reichen. Und Futter hätte ich gerne noch. Ein bisschen Steak. Nehmen wir noch ein bisschen Kobbel mit. Wenn ich jetzt Kobbel finde. Stone. Habe ich einen Kobbel? Dann, nee, Kobbel Whitestone nicht. Kobbel? Da ist Kobbel. Sehr schön. Das wäre auch wieder voll regenerieren. Weil fliegen können wir eh nicht. Zum Glück waren wir nicht so weit weg vom Portal, aber da müssen wir jetzt echt wieder hinlaufen. Naja, es sind trotzdem 800 Blöcke, ne? Das ärgert mich jetzt. Aber ich hoffe, dass dieser Schwarm da nicht mehr ist. Es war so ein Moskitoschwarm oder sowas, ne? Ich hoffe, dass wir da überhaupt jetzt rankommen. Und schon wieder nur ein oranges Schaf. Na gut, ich laufe da mal hin und cutte das dann mal raus. So. Da bin ich wieder. Steckt der im Busch fest? Haben wir ihn jetzt angeguckt? Ich möchte ihn nicht angeguckt haben. Geh weg! Du hattest so einen Busch festgesteckt. Das sah so witzig aus. Bist du weg? Nein. Okay, so kann ich dir wesentlich in die Augen gucken, weil der Busch davor ist. Das sah nur so witzig aus, weil er da im Busch hing. Da vorne ist es. Das müssen wir aufpassen, wenn da dieser Schwarm ist. Da ist so ein schwarzer Partier gerade gewesen, ne? Fliegt was rum. Ich weiß ja nicht, was es ist. Irgendwas ist das. Das zieht doch die Blöcke an. Und da sind wir dran gestorben, weil wir da nicht mehr rauskommen. Warum? Warum ging da Gras kaputt? So, da sind wir. Ich weiß mittlerweile, es ist eine Hungry Note. Die hat jetzt schon mal einmal meinen Grabstein gefressen. Ich habe die Sachen rumfliegen sehen, während ich am Googlen war. Bin reingesprungen, bin jetzt weiter da drüben gestorben und habe mir jetzt Obsidian ausgeliehen und hoffe einfach, dass ich irgendwie mich da hinbauen kann, ohne dass die mich direkt einsaugt. Also, weil Obsidian kann die angeblich nicht abbauen bzw. einsaugen. Ich versuche halt hier möglichst vorsichtig voranzugehen, dass ich irgendwie an den Grabstein rankomme. Da geht's schon los, okay. Aber noch kann ich mich gegen wehren. Lass mich bauen, sehr schön. Nein, jetzt habe ich wieder einmal einen Weg gebaut, das ist schlecht.
ganz schlecht, weil... Nein, jetzt habe ich kein Obsidian mehr. Scheiße. Es ist noch schlechter. Dass ich eben versuchen kann. Ob ich mich hinbuddeln kann. Ungefähr 10, 1, 2, 3, 4 und dann sind das die hier drinne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich laufe übrigens nicht. 9. Ich laufe kein Stück. Das ist alles diese Note. Es ist noch ein weiter. Okay, noch ein weiter. Ich hoffe, es funktioniert, dass die Sachen auch nach unten fallen. Da glaube ich ehrlich gesagt noch nicht dran. Nein, sie fliegen alle rein. Ich versuche hier nur rauszukommen. Komm. Okay, okay. Und ich habe so gut wie nichts. Komme ich denn runter damit? Okay, ich habe das ja noch nie benutzt. Fast alle Sachen sind weg. Ich glaub's jetzt nicht. Ja. Super. Da freue ich mich jetzt wirklich sehr drüber, weil ich einfach null Hilfe bekommen habe. Das finde ich immer noch das Beste, Schärfste daran. Ich habe jetzt keine Ahnung, was sie machen soll. Das ist richtig scheiße. Das ist alles weg, was ich hatte. Abgesehen von diesen drei Teilen. Ist wirklich alles weg. Na, ausgerechnet die drei Teile, die ich mir locker hätte neu machen können. Ja gut, dann war es jetzt mit dieser Folge. Ich habe gerade echt keine Lust mehr weiterzumachen. Wollte ich aber sagen, bis zum nächsten Mal.